Moin, hallo und willkommen zurück zu Astroneer. Ich bin hier immer noch mit dem Ammoniumkonvoi unterwegs. Und ich schaue mir mal da hinten das letzte Gebäude an, den Cube sozusagen. Ich guck mal, ob ich den da. Doch, kann ich sehen. War ich hier schon oder noch nicht? Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier schon mal war. Ist auf jeden Fall auch schon ein ganz schönes Stück weg. Könnte sein, dass ich schon mal war. Ich gucke mir das Ganze mal zu Fuß an jetzt hier. Mal schauen. Habe ich hier schon eine Rampe gebaut? Weil das sieht aus, als kenne ich die Gegend. Das Ding ist gerade runtergefahren. Interessant. Nee, hier war ich noch nicht. Anscheinend, weil hier sind keine. Sondern noch was? Nee, das sah nur so aus. Keine Rampen oder sowas, entstehen auch keine Fahrzeuge hier. Also hier war ich tatsächlich noch nicht. Das ist noch eine Gegend, die ich noch nicht kenne. Da muss ich hier bei Gelegenheit nochmal hin. Aber hier ist auch alles zerklüftet. Ich der Meinung bin, hier war ich schon mal. Aber so eine Riesenschlucht hier direkt an der Ecke hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht in dem Ding. Ich glaube, das ist noch ein anderes Ding tatsächlich hier. Das heißt, hier muss ich auch nochmal hin. Ich würde ja gerne das Geheimnis lüften, weil es gibt irgendwie einen Punkt im Kern. Und ich frage mich, was da ist. Das würde mich interessieren. Das gibt es ja bei jedem Planeten. Aber ich glaube, mir wird das reichen, wenn ich hier das finde in dem Planeten. Und mir das mal anschauen kann. Aber da ist noch ein bisschen hin, muss ich zugeben. Erstmal will ich zusehen, dass ich jetzt die anderen Sachen noch konstruieren kann, dass ich einfach mehr Energie kriege. Ich werde mal gucken, ob ich hier dieses organische Material wirklich einfach in den Schmelzofen packen kann, weil ich bin der Meinung, ich habe das damals im Schmelzofen geschmissen, es passierte nichts. Ich bin mir nämlich jetzt nicht sicher. So muss ich denn jetzt langfahren, nach links oder nach rechts? Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher. Ich fahre einfach mal da lang. Ich hoffe, hier bin ich richtig. Leider bin ich mir nicht sicher. Es kommt mir immer bekannt vor. Und deshalb habe ich den Weg eigentlich immer nach Hause gefunden. Könnte nur ein bisschen bohren. So. Ich muss auch aufpassen, dass ich hier diese Löcher nicht anfahre. Es sieht aus, als wäre da so ein Huckel oder so. Aber in Wirklichkeit, da hinten ist schon mal orange. Das ist also rot. Muss ich, glaube ich, in die Richtung fahren. Ich glaube, ich habe noch genug Energie hier. Ich hoffe mal, hier bin ich richtig. Hier sind auch Sachen, die ich noch nicht eingesammelt habe. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ich glaube, das ist ein schlechtes Zeichen. Dann muss ich hier drehen. Da ist Lehm. Fahren, fahren, fahren. Jetzt bin ich so weit abgerutscht, dass ich hier nicht mehr dran vorbeifahren konnte. Ich wollte eigentlich noch hier drüber und dann hier runter. Ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Dann muss ich drehen. Dann muss ich, glaube ich, doch Richtung rote Fahne. Rote. Aber keine normale rote, sondern rote Fahne. Hier ist noch mehr Ammonium. Du willst mich doch verhunepiepeln. Habe ich noch Platz hier? Ich habe noch Platz hier. Dann nehme ich das jetzt mit. Da kenne ich ja nichts. Her mit dem Ammonium. Ich hab das alles mitgenommen hier. So. Wenn man danach nicht mehr sucht, ne, dann findest du es ohne Ende nachher. Aber ich suche jetzt blöd noch danach, also kommt mir das gerade ganz, ganz passig entgegen. Ich muss nur gucken, dass ich hier wieder gut wegkomme. So. Ich habe nicht so viel Platz auf dem Rucksack. Ich hätte ja gern ein bisschen mehr Platz auf dem Rucksack, aber naja. Energie ist aus, was? Ich hätte mir das Solarpaneling mitnehmen sollen. Da wird mir die Energie nämlich nicht so schnell ausgehen hier. So. Hier ist noch eine Menge Ammonium. Das ist ganz gut eigentlich. Ich verbrauche eine Menge Energie, muss ich zugeben, hier mit dem Bohrer.
Da ist noch mehr. Da ist auch noch mehr. So. Okay. Jetzt habe ich wieder voll Energie. Okay. Und fertig ist die Ramrod Infanterie. Oder wie war das? Ja, ich glaube ja. So. Da ist noch mehr, da ist noch mehr. Mehr, mehr, mehr. Dann kann ich das schon mal auf meiner Liste abhaken. Ich muss mir noch überlegen, was ich mit Dings mache hier. Mit Aluminium. Ich glaube, ich muss da unten graben jetzt, wa? Da versteckt sich nämlich noch mehr hier. So, da ist noch was. Ich habe, glaube ich, gleich keinen Platz mehr, ne? Kann das sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, gleich ist kein Platz mehr. Aber... Oh, ich habe gleich keinen Saft mehr. Erstmal wieder Energie tanken, würde ich sagen. Und dann kann ich gerade eine Zwischenzeit abladen. So, und so. Das ist schon voll. Das ist langsam echt knapp hier, muss ich zugeben. Das, das, das. Das kann noch dahin. Ein bisschen kann ich noch mitnehmen. Das wird, glaube ich, nicht ganz hinhauen. So. Okay, jetzt habe ich hier noch ein bisschen. Da ist noch mehr. Mal gucken, wie viel ich voll kriege. Wäre natürlich toll, wenn ich jetzt den Wagen voll kriege und dann noch meinen Rucksack. Aber ich sehe schon die Windstille, die ist auch wieder nicht gut hier. Und da ist meine Energie alle. Wump. Jetzt sitze ich hier im Dunkeln. Sonst, was mir helfen würde, wäre Windenergie, aber die ist gerade not available. Kann ich hier zurückkommen? Ich gehe ein Stück zurück, dann mache ich das so. Ach hier, warte mal, das Ding habe ich fallen gelassen. Was? Da, Stöpsel. Werde ich hier mal ein bisschen saugen, weil hier ist ja auch noch was. Hier vorne im Fußboden. Der Wagen wackelt schon wieder, das ist nicht gut. Das kommt, weil ich hier in der Nähe bohre. Ich hoffe, der bleibt da stehen, weil ich möchte nicht, dass der irgendwo absackt. So, und hier ist noch mehr Kram. Da. Das geht ja doch ganz schön weit hier rüber, muss ich zugeben. So weit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es hier rüber geht, aber naja. Da ist nichts mehr zu finden. Ne, hier ist nichts zu finden, ne? Doch. Da ist noch was zu finden, sehr gut. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Okay. Was brauchte ich denn noch? Das war jetzt alles nur für die Düse, ne? Wolfram brauche ich noch. Das kann ich mir aber auf dem anderen Planeten holen dann. Ich hoffe nur, ich finde das sofort. Dass ich dann sofort wieder zurückfliegen kann. Das ist ein bisschen umständlich. Normalerweise müsste ich mir da auch eine zweite Base basteln oder sowas halt, aber ich muss halt die ganzen Ressourcen dann darüber schiffen, ne? Das ist auch mal blöde. Aber die Standardressource kann man da ja... Kann man da ja kriegen. So ist es nicht. Aber die anderen Ressourcen halt nicht, ne? Ich glaube, das sollte reichen, oder? Wobei, ich würde den ja noch fertig machen. Da fehlt nicht mehr viel, ne? Ich glaube, einer noch oder so. Jupp. Okay, dann soll das reichen. Abgang. Wo fahre ich denn jetzt lang? Die Richtung hier, ne? Hoffentlich.
nicht richtig. Ich sehe gerade nichts. Nee, warte mal, irgendwie bin ich hier nicht richtig. Das wird jetzt die lange Expedition, wie ich wieder nach Hause komme, oder wie habe ich die Befürchtung? Bin ich jetzt hier falsch abgebogen? Ich weiß nicht, ich fahre mal hier doch mal durch, oder nicht, oder doch? Da ist eine Kapsel im Dingens drin, die hatte ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Hier habe ich jetzt das Loch gebuddelt. Ich fahre mal Richtung Sonnenaufgang. Wird schon irgendwie hinhauen. Ich müsste echt so einen Weltping haben oder so. Ich fahre jetzt einfach mal hier dran vorbei. Ich hoffe, ich kann hier dran vorbeifahren. Und ich hoffe, ich bin hier richtig. Wow. Muss ich ganz schön holpriges fahren. Das sieht bisher nicht so aus. Nein, das ist wieder ein neues Gebiet hier. Aber wir fahren einfach mal. Irgendwo hin. Wer weiß wohin. So. Solange der Sprit reicht, ist alles in Ordnung. Da sind noch ein paar Ruinen. Hier steht noch ein Wagen. Hier ist wieder Gebirge. Diese Gebirge, ne? Dann fahre ich mal in die Richtung. Wahrscheinlich fahre ich voll dran vorbei. Ich sehe das da schon kommen. So, von wo bin ich denn jetzt eigentlich nochmal gekommen hier? Von hier irgendwo, ne? Da ist noch mehr Ammonium. Das ist doch Verhunde-People jetzt hier. Ich fahre einfach die Richtung. Wird schon hinhauen. Was ist das? Was Gelbes? Okay, hier sind andere Dinge. Andere Pflanzen oder so. Ich bin mir nicht sicher. So. Das ist die Gegend mit gelben Dingern hier. Das heißt, hier bin ich definitiv noch gar nicht gewesen. Das Schwierige ist, die Gegend ist... Wow. Sehr schwierig. Da ist noch mehr Ammonium. Das ist echt verhundepiepeln jetzt hier. Tja, Ich fahre mal die Richtung und hoffe, dass ich hier richtig bin. Da ist ein Loch. Kann ich da dran vorbeifahren, wenn ich mit Speed dran vorbeifahre? Ich hoffe, das geht. Ja, es geht. Da sind überall Löcher in der Gegend. Das ist ganz schlecht. Ich möchte doch nur wieder nach Hause. Ich fahre mal da lang. Oje, oje, oje. Komm schon, gib alles. Dran vorbei, dran vorbei, dran vorbei. Uah. Okay, jetzt bin ich wieder. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich fahre mal die Richtung. Bei besinnlicher Musik in diese Richtung. Das Problem ist, hier sind wieder solche gelben Dinger. Das heißt, auf der Erdhalbkugel war ich noch nicht. Was nicht so gut ist, weil da komme ich hier nicht wieder zurück. Hier ist wieder alles kaputt, ne? Hier ist alles blau und kaputt. Bin ich vielleicht doch richtig? Uäh. Großen Bogen. Dann fahre ich mal da lang, ne? Da bleibt ja nichts anderes übrig. Irgendwo ist schon zu Hause, hoffentlich. Oh, da war ich schon. Ich fahre im Kreis, fürchte ich. Das ist nicht gut. Ich fahre im Kreis. Ja. Nein, nein, nein.
Das ist jetzt aber uncool. Ich fahre mal einfach geradeaus jetzt oder versuche erstmal geradeaus zu fahren. Ja, da hinten ist schon wieder der Dingens. Wenn ich jetzt nach links fahre, weil ich bin ja letztes Mal hinten nach rechts gefahren, dann fahre ich jetzt die Richtung. Irgendwo muss es ja hingehen. Ich hoffe in die richtige Richtung. Aber sicher bin ich mir nicht. Und ob wir da noch ankommen, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.